Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten Dachboxen-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Dachboxen-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die KMI Dachbox Husky. Die KMI Husky 08132801 Dachbox ist matt-schwarz gehalten. Nach Angaben des Herstellers ist es eine Box für Neulinge und berücksichtigt auch 13 Kilogramm. Ihr Fassungsvermögen beträgt 330 Liter und ihr Tonnenvolumen hängt von 50 Kilo ab. Von außen ist die Version 190 cm lang, 75 cm groß und auch 38 cm hoch. Die Innenmaße betragen 178 bis 65 bis 34 cm. Die KMI-Version hat eine Öffnung auf der rechten Seite. Sie können es unter Verwendung von U-Brackets platzieren. Bitte beachten Sie, dass die Dachsystembox so hergestellt ist, dass sie an Dachträgern befestigt wird, die maximal 83 mm breit sind. Um Zug auf Nummer 4, haben wir die Thule Pacific 600. Die Dachbox Thule Pacific 600-631-652 ist eine Dachabdeckbox. Sie berücksichtigt 15 Kilo, die aus der Verpackung bestehen, und verfügt auch über ein Zentralverriegelungssystem. Dank dieses Zentralverriegelungssystems haben Sie die Möglichkeit, die Dachsystembox zu sichern. Sie können das Geheimnis erst loswerden, sobald alle Sicherungspunkte gesichert sind. Ein weiterer Attribut der Thule Dachbox ist das Schnellverschlusssystem FastGrip. Mit diesem Befestigungssystem können Sie die Dachsystembox nach den Anweisungen des Herstellers schnell montieren. Darüber hinaus deuten einige Amazon.com-Kundenbewertungen darauf hin, dass die Montage extrem einfach ist. Auf Platz 3 haben wir die Fischer faltbare, hochstabile. Die Dachbox Fischer 126.000 ist aus Polyamid gebaut und nach Angaben des Herstellers wasserabweisend. Sie erhalten das Dessichen mit einer Fähigkeit von 270 Litern. Sie können es mit Reisegepäck beladen, das maximal 50 Kilo auswertet. Nutzt man die Fischer Dachdeckerbox, ist sie 100 cm lang, 80 cm groß und 40 cm hoch. Beim Umklappen bietet die Dachbox folgende Masse: 100 cm lang, 20 cm groß sowie 10 cm hoch. Nach Angaben des Herstellers können Sie die Fischer Dachdeckerbox schnell und auch ohne Geräte an viele typische Geländerstützen anschließen. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Geländer maximal 32 mm hoch und auch ein Optimum von 80 mm groß sein kann. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Kartrend G3 Dachbox. Die Kartrend G3 REF 270-22210 Dachbox hat ein Eigengewicht von 9 Kilo. Von außen ist er 118 cm lang, 76 cm breit und 39 cm hoch und hält auch ein Optimum von 220 Litern. Sie können die Box mit einem maximalen Gewicht von 50 Kilo verpacken. Nach Angaben des Herstellers ist die Dachbox wetterfest und aus einem stoßfesten Material gefertigt. Es hat ein mattes schwarzes Layout sowie eine Öffnung auf der rechten Seite. Wenn Sie eine Dachsystembox mit Innenbändern wünschen, kann die Version von Kartrend sehr gut für Sie geeignet sein. Es bietet Ihnen eine maximale Tonnenkapazität von 50 Kilogramm und auch ein Fassungsvermögen von ca. 220 Litern. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Rothenbach Dachbox Gepäckbox. Die Dachbox Rothenbach Carbon 320 ist eine Dachsystembox. Es ist im Carbon Look entwickelt und aus BP Kunststoff gefertigt. Sie erhalten es mit einem Internetgewicht von 11,5 kg und auch die Einhaltung von Massen: 130 cm groß, 79 cm groß sowie 35 cm hoch. Darüber hinaus nutzt sie die Rothenbach Dachsystembox mit einer Fähigkeit von rund 320 Litern und einem maximalen Tonnenvolumen von 55 kg. Die Geräte der Rothenbach Dachabdeckbox bestehen aus einem zentralen Sicherungssystem. Das Schloss verfügt über ein zusätzliches Sicherheitsgadget an der Front. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen.